So, willkommen zurück zu Total War Warhammer mit Karl Franz. Da sind wir wieder. Und wir waren das letzte Mal richtig fleißig und konnten hier doch schon... Ja, konnten wir, ne? Hier haben wir es doch. Büchsenmacherei. Wir konnten die Konföderation eingehen, werden jetzt auch Büchsenmacherei und dann direkt auch zumal die Kanonengießerei produzieren. In dem Sinne produzieren werden wir so auf jeden Fall die Einheiten. Rekrutieren eher... ich meine, gut, ja, die Maschinen werden wir produzieren. Das Kriegsgerät, ich bin jetzt gerade am gucken. Du könntest noch jemanden aufnehmen. Geh doch mal eben kurz rüber. Und gib ihm doch mal deinen Mörser. Ja, herzallerliebst. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Hast du noch irgendwas dabei, was interessant wäre? Bis auf die Flagge landen. Ich werde ihn auflösen, einfach weil ich der Meinung bin, dass wir den nicht brauchen. Du kommst hier rüber. So, damit hätten wir die SAME mit einem Mörser. Du bist nun so voll, 20 Mann, ne? Richtig, richtig? Ja, richtig, alles klar. Wir machen 1200, das ist immerhin ein Achter, ne? Ich weiß nicht, ob wir ihn behalten sollen. Oder ob wir nicht in Altdorf dann im Laufe der Zeit mit 7500 uns den nächsten legendären Helden holen. Ich glaube, wir sparen lieber Geld. Ist jetzt natürlich riskant, weil wir im Krieg sind. Aber, wie ihr seht, wir haben jetzt ein ordentliches Plus gemacht, ein dickes Plus. Und ich glaube, dass unsere zwei Armeen gegenüber denen hier aushalten. Ach, die sind gar nicht im Krieg mitgekommen, sehe ich gerade. Ach, so ist das. Ach, so ist das. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Der wollte gar nicht. Middenland, nicht Angriffspakt mit euch beendet. Ihr habt sie ja nicht mehr alle, ne? Das ist Wahnsinn, was die sich hier wieder alle erlauben. Ich meine, immerhin haben wir ein paar Verbündete, so ist es nicht. Wir sollten vielleicht auch das ein oder andere Schutzbündnis mal eingehen. Deswegen gehen wir direkt mal in die Diplomatie. Bretonnia, wie sieht es denn aus mit uns? Wir haben einen Nicht-Angriffspakt, wir haben militärischen Zugang und du magst uns doch sehr. Schutzbündnis und Co. möchtest du aber dennoch noch nicht. Das ist schade. So, Parov, du verschlechtert sich, weil Abneigung und große Macht. Ich werde dir aber nichts tun, weil ich hoffe, dass Baston und Paravon Bretonia dann später gehört. Damit ist Bretonia sehr, sehr stark. Ich will versuchen, mich nicht mit ihnen anlegen zu müssen. Ah, die Zwerge sind neutral. Mit dem Krieg von Karstein bekommen wir hier Pluspunkte. Clan Arngrund, Handelsabkommen. Nein, warum denn nicht? Obwohl wir schon so gut miteinander befreundet sind. So, das verschlechtert sich. Immer noch wegen Militäraktion und Co. Wir sind immer noch unverlässlich. Ja, ich sag jetzt einfach mal, im Laufe der Zeit werden wir das halt schon hinkriegen, ne? Geschenk an die Zwerge, hier gibt's wieder ein Plus. Nee, nicht Angriffskraft will er nicht. Nicht Angriffspakt. Ich rede ja schon wieder hier in Kauderwelsch, ja. Es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Nee, es ist gar nicht so einfach. Wir sind jetzt stärker Rang 3 schon. Die Zwerge sind stärker Rang 1, schön. Ja gut, aber ich denke mal, das kriegen wir hin im Laufe der Zeit. So, nächstes Hauptgebäude ausgebaut, sparen noch ein bisschen Geld. Das sind ja an die 7000, wir brauchen 7500, richtig? Ja, müssen wir noch ein bisschen haushalten. Werden wir aber, denke ich mal, schon schaffen. Damit wir den nächsten legendären Kommandanten haben. Aber die machen sich da oben schon ziemlich breit, ne? Da muss man auch dazu sagen. Das ist nicht gerade schön. So, Held rekrutiert. Und zwar ein Kriegerpriester. Das ist wiederum eigentlich nett. Der Favorit des Kults. Ein Kriegerpriester, nee, jetzt nicht direkt so schnell. Der müsste hier oben rumlungern. Du hast einen Stufenaufstieg. Das ist sehr schön. Was machen wir denn mit dir? Mhm.
Mach mal Zeichen des Kometen. Reduktion von vampirischer und Chaos-Korruption. Finde ich gut. Wir benutzen ihn ja passiv. So, jetzt müssen wir mal gucken. Er ist natürlich, nichtsdestotrotz, auch wenn es ein Kriegerpriester ist, natürlich ein wirklicher Hau-drauf-Kerl, der auf dem Schlachtross dann später in die Schlacht schreitet. Okay, Kampfgebet, Nahkampfangriff. Hat er 45, er hat eine sehr geringe Nahkampfabwehr. Gut gegen rüstungsdurchdringenden Schaden, Kampfgebet, Schadensresistenz. Das Seelenfeuer, Kampfgebet, klettert, nicht nutzbar selbst, wirkt auf sich und Verbündete in Reichweite. Ich glaube, so einen Kerl könnten wir ohne Probleme benutzen. Der ist doch wirklich nett. Ja, ordentlich Schadensresistenz und eine höhere Aura, Größe, Führerschaft plus 2. Ich glaube, den sollten wir behalten für die nächste Armee. Das heißt, wir werden ihn hier aufstellen, damit er schon mal Erfahrungspunkte sammelt. Was machst du eigentlich beim Aufstellen? Helden senden, Wachstum in der Provinz vor Ort um 20. Ja, in Altdorf ist das natürlich jetzt nicht so der Fall. Wir sollten den nach Nullen holen. Zumindest so gut, wie es geht. So, hier das nächste, natürlich direkt das Weberhaus und wir wollten eigentlich Geld sparen. Wir müssen eh eine Runde warten, danach können wir es ja machen. Wie teuer bist du jetzt? 1500, das wäre dann, glaube ich, ein Ticken zu viel. Müssen wir gleich mal gucken, eine Runde schadet ja hier nicht. So, du hast noch einen Stufenaufstieg, jawohl. So, der große Hammer von Sigma, zu sich, 36 Sekunden selbst auf sich und Verbündete in Reichweite 40 Meter Nahkampfangriff. Jawohl, der Hammer von Sigma, der haut dann gleich ja ordentlich drauf. Weiter geht's, neue Runde. Greetings from Sigma. Ach, Waldelfen, ihr seid eigentlich neutral. Ne? Also ich meine, ihr lebt da so ganz alleine für euch, könnt ihr ja machen, ich hab nichts gegen euch. Aber wenn er Krieg wollt, dann ja, müssen wir aufpassen. Wir haben uns ja, uns ist ja schon ein bisschen verspielt. Ne? Wir haben es uns ja schon ein bisschen verspielt. Wie lange haben wir noch die Konföderationsstrafe? Eine Runde. Das sollten wir noch aushalten. Jetzt ist erstmal ganz wichtig, Altdorf hier ganz klar erstmal Altdorfer Konklave, der Kampfzauberer. So, kostet uns natürlich einiges, aber ist wichtig. Dazu natürlich noch ein bisschen Handel, Marmorsteinbruch. Wir werden früher oder später so und so eine Menge handeln. Und du kommst jetzt mal runter in die nächste Provinz. Genau, weil hier kannst du ohne Probleme dann auch die Provinz unterstützen, wenn wir dich nächste Runde nämlich dann auch hier aufstellen. So, mich wundert es, wo bleibt denn eigentlich der Vampirfürst, mit dem wir Krieg hatten? Er macht ja gar nichts zurzeit. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich dachte, er kommt halt mal rüber und will mal ein bisschen kloppe. So, Eigenschaft erhalten. Belesen, Baukosten zusätzlich in der Provinz wurden verringert, zum Dienst bereit. Sehr gut. So, jetzt geht es los. Die Petition des Mottellandes. Der Menschenkonflikt, Führerschaft im Kampf gegen Menschen. Wir werden natürlich uns für den Vampirkonflikt entscheiden, weil Führerschaft plus 16 im Kampf gegen Untote für 5 Runden kann ja sein, dass es noch zur Schlacht kommt. So, das ist doch sehr gut. Das ist sehr gut. So, Helden entsenden um minus 30% die Baukosten. Oh, ich bin gerade am Überlegen, ob ich den mit hier rüber hole. Und ich hole den auch mit hier rüber. Ja, es ist Zeit. So, dein einmal dich aufgestellt. Dann gleich hier nächste Runde dich aufgestellt. Viel verändern müssen wir nicht. Hier werde ich doch, denke ich, mich schon mal von einem Flagellantentrupp verabschieden. Und dann gucken wir mal, Pfeildorf, könnten wir noch was bauen? Gucken wir doch gleich mal, wie wir weitermachen. Du kostet 1500, das werden wir ausbauen. Wir brauchen mehr Geld, ja? Wir brauchen hier Wirtschaft, ja? Mehr Geld. Wachstum, Wachstum, Wachstum. So kann man es sagen. Ich meine, mit 2 vollen Armeen ist es okay. Ich rechne immer so mit den Armeen, eine Provinz, eine Armee. Das sollte gut gehen, wenn natürlich die Provinz auch ausgebaut ist. Aber ist doch okay. So, des Kommandanten zum Dienst bereit. Und irgendetwas ist hier zu Bruch gegangen. Ach, sieh mal einer an. Avalent ist wieder zurück im Spiel. Gut. Also solange wir halt den Krieg haben mit Karstein, ist das eigentlich kein Problem. You dare come at me, my kingdom? Ja, tut mir leid, Stirland.
Tut mir leid. Es war für das menschliche Wohl. So, dich hier jetzt auch mal aufgestellt. Dann zahlen wir nämlich dann auch weniger ab nächste Runde. Wenn wir hier nämlich dann Stück für Stück alles andere weiter ausbauen. Da müssen wir nämlich hin in die Gießerei für die Großkanone und vor allen Dingen Höllensturm-Raketen-Lafette. Das geht erstmal richtig runter. So, ja. Was hast du eigentlich vor? Middenland. Was hast du vor? Mach keinen Quatsch dann, Helmgard, okay? Ich wäre dir sehr verbunden. Gut, dann... Ich würde sagen, wir holen uns hier einen Mörser mit. Dauert ja eine Runde. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir dann weitergehen. Also die Vampire gehört ja mit zu... gehört ja mit zu uns. Was machst du? Keine Ahnung, gegen was er Krieg führen will. Aber ja. So, berittene Musiker. Sehr gut. Die Forschung wieder abgeschlossen. Ich möchte gerne den die Schlachtrostzucht für 8 Runden. Ich denke mal, das ist schon okay, bevor wir uns dann hier drüben mit dem Rest dann auseinandersetzen, weil das dauert hier wirklich schon 12 Runden, 15 Runden, 10 Runden. Das kriegen wir noch alles hin. Dann haben wir die linke Seite aber so gut wie es geht schon mal fertig. So, wir haben ein bisschen Geld. Wir bauen natürlich erst die Ortschaften aus, so gut es halt geht. Wir hätten hier noch die Möglichkeit auf die Eisengrube. Die werden wir auch hier dann bauen. Halte ich für sinnvoll, damit wir noch mehr Geld verdienen. So, plus 9. Ist okay, wir haben keinen Malus mehr. Wir haben noch den Vampir-Konflikt. Nächste Runde ist das fertig. Wenn ich dich jetzt hier rausziehe, dann sollte das funktionieren. Ja, das Problem, was wir jetzt haben... Also, Avaland mag so und so nicht Stirland. Das verschlechtert sich. Sehe ich das richtig? So, nee, die verbessert sich. Sie missbilligen die Abneigung. Militäraktion gegen Avaland. Große Macht plündern Avaland. Vergangener Krieg mit Avaland. Das heißt, wenn wir Avaland auf den Sack hauen, dann geht es schon je nachdem ein bisschen weiter, ne? Hast du irgendein Bündnis oder so? Ja, du hast gar nichts. Wenn wir Grenzstadt abreißen oder so, könnten wir mit hier runterkommen. Oder wenn wir Grenzstadt klein machen, könnten wir weiter durch. Ich nehme mal die Armee und gehe mal ein bisschen spähen. Genau das dachte ich mir nämlich. Du bist ja noch auf unserer Seite, ne? Bitte hier kein unerlaubtes Betreten. Surely an agreement will be reached, for are we not all sons of Sigma? Wenn wir Avaland jetzt angreifen, dann könnten wir sogar vorlaufen nach Schwarzhafen, nach Modland und Co. und könnten dort die Gebäude richtig klein machen und noch ein paar schöne Bonuspunkte mitbringen. Plus 5, mal gucken, ob es reicht. Minus 1, ich dachte es mir schon. Dann geh mal bitte eben kurz in Marschstellung und stell dich mal nach Feildorf rein. Ja, da müssen wir uns was überlegen. Da müssen wir uns was überlegen. Machen wir nächste Runde. Ja, geht jetzt eigentlich richtig zackig, ne? Also... Karstein, was willst du denn? Du willst ein Friedensabkommen. Oder wir gehen hin und machen ein bisschen Stress. Ich meine, der Stärker Rang 7, der hat auf jeden Fall ein paar Armeen. Oder so etwas in der Art. Natürlich mit dabei. Wenn wir jetzt Frieden schließen, könnten wir nach Marienburg und die Schädelquetscher, unseren letzten Dorn im Auge, vernichten. Das gefällt vielleicht Karak Ziflin nicht, aber mir gefällt das. Marienburg wäre cool, weil die haben Krieg mit Nordland. Und Nordland brauchen wir als Verbündeten. Machen wir. Gut, dann machen wir es so.
keine Ahnung, vielleicht sagt irgendwann mal Avalent, okay, pass auf, ich will jetzt ne, mich vergrößern, aber na, müssen wir mal abwarten. Legendärer Kommandant verfügbar, und zwar der Balthasar Geld. Sehr gut. Mission fehlgeschlagen, mach's kaputt, ist halb so wild. Die Mission, ich achte ehrlich gesagt weniger auf die Mission. So, und jetzt geht es nämlich dann rund. Wir werden gegen Marienburg mit unseren Armeen ziehen. Und das sollte uns auch so gut wie es geht gelingen, gerade weil wir jetzt auch endlich die Mörser haben. So, lass mal gucken. Was ist denn, wenn wir dich hier bauen? Dann hätten wir die Möglichkeit auf Luminarium des Hüsch. Wir könnten aber auch die wieder abreißen, richtig? Richtig. Könnten wir auch. Himmelzauberer, Lichtmagier, Feuermagier, Bernsteinzauberer. Ich meine, ich finde die Zauberer, sie sind schon cool, so ist es nicht. Sie sind natürlich auch tolle Helden. Und die können einen in der Stadt wirklich, wirklich gut unterstützen. Aber müssen wir mal schauen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir... Unterhalt für Artillerie 7000, da warten wir jetzt noch mal eine Runde. Also mein Plan ist es, dass ich erstmal mit Stirland, solange es geht, keinen Krieg führe, um die wieder auf unsere Seite zu bekommen. Ich meine, oben Ostmark und Ostland ist mir eigentlich Wumpe, was die Jungs da oben machen. Das geht noch nicht, weil wir haben das noch nicht, ne? Jo, ich sehe es gerade. Okay, dann erstmal dich hier weiter ausbauen, dann dich hier weiter ausbauen. Ihr seid ja fleißig am Laufen mit zwei vollen Armeen. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht nicht doch noch zwei Mörser mitnehme. Very well. Pick up the pace. Ich denke mal, das wäre auch gar nicht verkehrt. Wir werden noch einen Trupp Flagellanten hier rausschmeißen und werden uns hier nochmal einen Mörser dazu holen. Und dasselbe Spiel machen wir hier natürlich auch. Müssen wir nur aufpassen, wo wir entlang laufen. Ihm werde ich aber... ein paar Armbrustschützen wegnehmen. So. So ist das schöner. So ist schön. So kann es laufen. So, dann geht es nämlich nach oben. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Verbessert sich wieder. Große Macht, okay. Ansonsten Krieg dieses, jenes, hast nicht gesehen. Verbessert sich auch. Ja, ich weiß nicht, ne? Das ist so eine... I will listen, but my time is short. Ich meine, guckt euch das mal an hier. Ostland macht sich komplett breit. Ostmark hilft natürlich fleißig mit. Die sind ja miteinander so ein bisschen verbrüdert, sag ich mal. Und Stirland hat natürlich das Nachsehen mit Avaland, vor allen Dingen von Karstein. Wir müssen uns irgendwann um die Vampire kümmern, klar. Aber da müssen wir schauen, wie wir es machen. Und gegen Ostland und Ostmark werden wir auch später in den Krieg ziehen. Da müssen wir mal schauen. Gut. Ich könnte natürlich jetzt noch eine Armee aus dem Boden heben. Gerade mit dem neuen Kommandanten. Das werden wir auch im Laufe der Zeit tun. Die Großherden kommen, wo denn? Ach, irgendwo da unten. Mission erteilt. Erklärt folgender Fraktion den Krieg. Karagrin. Zwergenkonflikt. Führerschaft im Kampf gegen Zwerge. Schatzkammer. Nee, das werden wir nicht machen. Ich weiß auch nicht, warum... warum der Computer so etwas macht. Das ist mir ein Rätsel. So, dann pass mal auf, wo ist er denn? Kommandant, Kommandant, legendärer Kommandant. Rekrutieren. Du wirst bitte schon mal. Der Unterhalt ist echt nicht wenig, ne? Die hier rekrutieren. Ja, es ist Zeit. Weil ich will mich jetzt unten natürlich auch ein bisschen schützen. Weil irgendwo hier sind ja jetzt die Tiermenschen gekommen und ich meine, Pfeildorf und Co. ist alles natürlich offen. Da müssen wir jetzt ein bisschen, ne, drauf achten und gegenschreiten. Ich weiß nicht, ob wir hier den behalten sollten. Ich meine, das Luminarium des Hüsch ist,
Ist schon cool. Problem ist aber, wir werden es hier nicht rekrutieren können, weil wir brauchen die Technikus-Werkstatt. Ich glaube, es lohnt sich dann eher, wenn wir das Gebäude wieder abreißen. Klingt jetzt total blöd, aber das könnten wir unten in Nullen bauen, wo wir dann natürlich auch unsere Mörser, also in dem Sinne unsere Artillerie, dann natürlich dann produzieren. Rekrutieren. Ein Fremder kommt. Gebt ihr bitte nach. Wir kriegen natürlich wieder Geld. Könnten wir gebrauchen, aber Chaos-Korruption. Nein. Weg mit dir, Chaos. Weg mit dir. Machen wir natürlich nicht. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich meine, Kathedrale von Sigma wäre hier auch eine Option. Ich meine, plus 4 für Kriegspriester und Hexenjäger. Das ist schon heftig. Und dann natürlich, sollen wir hier in Handel gehen oder in Co. Wir werden hier dann auf jeden Fall in die Lehmgrube investieren und werden das hier jetzt schon mal ausbauen. So, weil wenn wir es haben, haben wir es fertig. So, Marienburg, wir kommen. Mit 2 Armeen sollten wir auch keine Probleme haben gegen Marienburg. Wird natürlich ein heftiges Gefecht. Ihr seht, er hat selbst natürlich auch ordentlich an Zauberer, Nahkampfspezialist, ne? Nahkampfspezialist, Hauptmann, Hauptmann. Gott, was hat er denn hier für eine Armee? Jo, und kämpft gegen die... Da müssen wir jetzt schnell sein. Das wird ein heftiges Gefecht. Sollten wir aber hinkriegen. Ja, wer sagt es denn? Da ist er doch schon. Vom Kerpor-Thronstamm. Da kommt er um die Ecke. So, du bist noch am Rekrutieren, wir haben kein Geld. Das ist es nämlich, ne? Das ist es. Immer das gute Geld. Das Geld, was fehlt. So, Schädelquetscher, was habt ihr vor? Ach wie, jetzt kommt er zu uns und wollt uns hier... Ey, komm, du plünderst bei uns? Echt jetzt? Euer Feind überfällt eure Länder und mordet eure Bevölkerung. Greift zu den Waffen und zahlt ihm seine Sünden heim. Attentat erfolgreich auf Karl Franz. Oh. Er ist dumm. Nehmen wir dumm. Dumm, Punkt, 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 gut. Ne? Yes. Ja. Moving off. It is time. Right. Nehmen wir hier einfach mal 3 Mörser mit. Not a chance. Das ist echt ein Witz, ne? Da tut jetzt weh. Praise Sigma. Das tut jetzt weh. Marienburg. Oh, also da muss ich erstmal verkraften jetzt. Der Karl Franz wurde verwundet.